Quatsch! Das stimmt nicht. Ich wollte arbeiten, aber ich habe keine Arbeitserlaubnis. No. Die Flüchtlinge wollen arbeiten. Warum Arbeitsverbot? Ich wollte doch arbeiten, ich war doch Flüchtling und ich bin nicht der Einzige. Flüchtlinge wollen arbeiten, aber das Gesetz verbietet das. Das Problem ist nicht von Flüchtlingen. Wo wir nach Deutschland geflüchtet sind, haben wir eine Duldung bekommen. Und mit der Duldung, wir hatten ein Arbeitsverbot, beziehungsweise wir durften nicht arbeiten. So. Und da haben wir vom Sozialamt Lebensmittelgutscheine bekommen gehabt und 1,40 Euro ungefähr so Bargeld. Ich wäre längst mit meiner Ausbildung fertig, nicht wie jetzt mit 25 Jahren immer noch in der Ausbildung stecken, weil ich Arbeitsverbot hatte. Ich bin zur Schule gegangen, ich habe einen Abschluss hier in Deutschland gemacht. Und dann bekommt man zu hören, so, dass du nicht arbeiten darfst. About me, I studied microbiology in Damascus University, and I wish to complete here the master and to get the doctorate. And when I will come back to Syria, I will be useful to Syrian people. Nach meinem Schulabschluss wollte ich natürlich eine Ausbildung beginnen, was mir nicht erlaubt worden ist. Meine Eltern wollten die ganze Zeit arbeiten gehen, weil das Leben im Flüchtlingslager und diese Untätigkeit, das macht die Flüchtlinge sehr kaputt, auch mental und auch psychisch. Viele werden krank dadurch. Ich will nicht immer, okay, wie heißt das, abhängig zu sein. Ich will das nicht, aber trotzdem am Anfang ist es so. Das liegt in der Entscheidung der Ausländerbehörden, welchem Flüchtling sie eine Arbeitserlaubnis genehmigen.